Ach, Leute, es kommt nicht oft vor, dass ich ein Video mache, wo ich ein Produkt mit dem Titel Das beste XYZ küre. Das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, ist schon viele Monate her. Damals mit dem AP Systems Mikrowechselrichter für Balkonkraftwerke, der nicht nur auf der technischen Seite in allen Aspekten überzeugt hat, sondern auch softwaretechnisch mit der von uns entwickelten API im Engkontakt mit dem Hersteller und mittlerweile auch Home Assistant Integration einfach alles bis dahingehende in Schatten gestellt hat. Ja, Leute. Und ihr könnt es vielleicht schon ahnen, hier mit diesem neuen Produkt, nämlich einem Balkonkraftwerkspeicher, den wir variabel erweitern können, haben wir jetzt ein neues Produkt gefunden, wo wir auch im engen Austausch mit dem Hersteller stehen, insofern auch community-mäßig ganz viel Input geben können und uns so alle gemeinsam das schon sowieso sehr, sehr gute Produkt eventuell noch besser machen können. Wir werden uns deswegen heute mal in ein Deep Dive des Sunlit Balkonkraftwerkspeichersystems begeben, alle offenen Fragen stellen, die ihr vielleicht zu Hause habt. Ich werde euch erklären, wie ihr eure Module und auch Wechselrichter anschließen könnt. Wir werden die Fragen stellen, welche Wechselrichter kompatibel sind, wie eine komplette dynamische Nulleinspeisung funktioniert. Und als kleines i-Tüpfelchen werden wir so ein Speichermodul hier auch mal aufmachen, mal reinschauen, um auch zu checken, ob hier technisch, physikalisch alles in Ordnung ist. Deswegen, Leute, würde ich sagen, bleibt dran, es wird verdammt spannend. Ja, Leute, Balkonkraftwerkspeicherlösungen sind natürlich aktuell ein heißes Thema. Und so viel Transparenz muss am Anfang dieses Videos auf jeden Fall sein, als dass ich euch offenlege, dass ich ja selber einen Photovoltaik-Online-Shop betreibe, wo wir unter anderem Balkonkraftwerksets, aber eben jetzt auch diese Speicherlösung hier vertreiben. Ihr wisst es, wir haben bei neuen Produkteinführungen immer sehr hohe Ansprüche, auf der technischen als auch auf der qualitätstechnischen Seite und waren da tatsächlich die letzten Monate auf der Suche nach dem Produkt, was wir Balkonkraftwerkspeicher mäßig aufnehmen wollen. Darunter war die Anker Solix Bank, aber auch das Sendur Speichersystem. Wir haben alles ausprobiert, getestet. Am Ende hat uns keines dieser Systeme so wirklich zugesagt. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir jetzt hier ein Produkt gefunden haben, was unseren hohen Ansprüchen nicht nur gerecht wird, sondern diese auch noch übertrifft. Und ich werde hier heute definitiv einiges zu zeigen haben. An der Stelle aber auch schon einmal vorweg, wenn ihr im Laufe des Videos oder danach darüber nachdenken solltet, euch so ein System hier zuzulegen, dann schaut gerne mal in unserem Shop vorbei. In der Videobeschreibung findet ihr auch noch einen schönen Rabattcode, da könnt ihr noch mal ein bisschen was sparen. Mittlerweile könnt ihr die Teile auch bei uns in Bremen-Ritterhude ganz einfach abholen und so können wir alle ein bisschen die Energiewende vorantreiben. Jetzt würde ich aber sagen, genug Vorwort, wir haben viel zu besprechen, deswegen let's go. So, und da lasst uns direkt einfach mal mit ein paar allgemeinen Fakten beginnen. Denn ihr seht schon, wir haben hier ein modulares Speichersystem. In dem Fall haben wir jetzt hier zwei Batteriespeichermodule und ein Kopfspeichermodul. Jedes dieser Module hat eine bestimmte Batteriekapazität, in dem Fall sind das jetzt 2,15 Kilowattstunden. Ihr zu Hause könnt also einfach entscheiden, wie viel Speicherkapazität ihr haben wollt, diese auch im Nachhinein modular erweitern und seid so nie festgesetzt auf einer festen Speichergröße. Insgesamt ist es möglich, so ein Block mit insgesamt 4 Modulen aufzustocken, sodass wir dann am Ende auf 8,6 Kilowattstunden an Speicherkapazität kommen, was wirklich eine ganze Menge ist. Natürlich muss man nicht direkt am Anfang aufs Maximum gehen, sondern ihr könnt auch sagen, hey, ich fange erstmal nur mit dem Kopfspeicher an, habe da meine 2,15 Kilowattstunden, teste mal, wie viel überhaupt so mein Verbrauch bzw. Bedarf ist und dann könnt ihr auch im Nachhinein immer noch sagen, hey, ich nehme jetzt ein oder zwei Speichermodule hinzu. Ihr seid dort also sehr flexibel. Aber wie viel Modulleistung kann man denn jetzt hier an den Sunlit-Speicher anschließen? Grundsätzlich müssen wir hier zwei Faktoren unterscheiden und zwar einmal den Kopfspeicher und die zusätzlichen Speichermodule. Am Kopfspeicher selber haben wir nämlich zwei große Modulanschlüsse. Jeder dieser Anschlüsse kann 10 bis 80 Volt vertragen und das bei einem Strom von 20 Ampere. Bedeutet, wir können natürlich ohne Probleme jeweils ein Modul an einen Eingang hängen, aber auch, und jetzt wird's spannend, mit Y-Adaptern einfach auch zwei Module an einen Eingang in der Form einer Parallelschaltung schließen. Bedeutet, wir können allein am Kopfspeicher schon an jeden Eingang zwei Module anschließen und können so zum Beispiel mit 430 Watt Peak Modulen schon 1720 Watt an Leistung nur mit einem Speichermodul betreiben. Spannend wird's aber jetzt bei Sunlit, wenn wir noch ein weiteres Batteriemodul hinzunehmen. Denn jedes weitere Batteriemodul hat ebenfalls einen Modulanschluss, wo wir auch wieder zwei Module anschließen können. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen auf eine maximale Konfiguration mit 4 Speichermodulen, so haben wir die Möglichkeit, hier tatsächlich 10 PV-Module anzuschließen, womit wir mit 430 Watt Peak-Modulen zum Beispiel auf 4300 Watt Modulleistung kommen. Ich glaube, ihr merkt schon, wir sprechen hier auf technischer Seite auf jeden Fall über ein sehr ernstzunehmendes Produkt. Auf der anderen Seite ist natürlich
natürlich jetzt die Frage, hey, wie viel Wechselrichterleistung kann ich denn hier an das System anschließen? Und da wird es auch raffiniert, denn wir haben hier nicht nur ein, sondern direkt zwei Wechselrichterausgänge. Und jeder dieser Ausgänge kann bis zu 43,8 Volt bei 50 Ampere liefern. Sprich, wir haben hier theoretisch pro Ausgang eine Ausspeiseleistung von 2000 Watt aufs gesamte Speichersystem gesehen, bis zu 4 kW, die wir hier aus dem System rausziehen können. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Bevor wir jetzt in die ganzen softwaretechnischen Seiten wechseln, will ich euch aber mal ganz kurz zeigen, wie einfach man das System hier an den Start bekommt. Und dazu braucht es tatsächlich ja nur das Speichersystem mit der von euch konfigurierten Größe, einen passenden Mikrowechselrichter, in unserem Fall jetzt hier zum Beispiel der AP Systems EZ1M mit 800 Watt Ausspeiseleistung und natürlich ein bisschen Modulleistung. Wir haben hier demonstrativ jetzt nur mal ein Modul hingestellt, mehr Sinn macht es natürlich mit zum Beispiel 4 Modulen. Bei dem Speicher liegt tatsächlich alles bei, was ihr für die Inbetriebnahme braucht. Sprich, alle möglichen Kabeladapter, Verlängerungen, Standfuß, damit das Ganze auch nicht direkt auf dem Boden steht und natürlich auch eine deutsche Anleitung. Grundsätzlich fangt ihr natürlich so an, dass ihr euren Speicher erstmal zusammenbaut. Wenn ihr nur ein Kopfmodul habt, gibt es natürlich nicht viel zusammenzubauen. Ansonsten müsst ihr aber die ganzen Speichermodule eben übereinander stellen. Ganz wichtig dabei, oben ist immer der Kopfspeicher, anders funktioniert es auch nicht. Und wenn ich jetzt hier mal den Kopfspeicher auch einfach mal hochnehme, seht ihr schon, haben wir hier an der Unterseite schöne Pins, unter anderem sind das Steuerpins, aber natürlich auch die, die hier die Spannung von Speichermodul zu Speichermodul übertragen. Und die können wir hier wirklich schön eben mit der abgedichteten Verbindung übereinander setzen. Das Teil ist nämlich auch wassergeschützt, kann theoretisch draußen stehen. Jetzt wird es schön einfach. Auf der einen Seite kommt der Mikrowechselrichter ran. Dazu liegt das passende Adapterkabel bei, was ihr einfach an jeweils zwei Eingänge eures Wechselrichters anschließt. Die andere Adapterseite kommt dann in den Speicher rein. An euren Mikrowechselrichter muss dann natürlich noch das passende Kabel, welches später in die Steckdose kommt. Und auf der anderen Seite können wir dann mit dem passenden Adapter, der natürlich auch beiliegt, eben unsere Module anschließen. In meinem Fall ist das jetzt hier nur das eine Modul. Das heißt, ich schließe hier erstmal den Adapter an den Speicher an, drehe den hier schön fest mit der wasserdichten Verbindung und stecke hier dann mein Modul an. Ja Leute, jetzt nur noch hier vorne den Einschalter ein paar Sekunden betätigen, dann ist das System an und tatsächlich auch schon einsatzbereit. Auf der Front hier von dem Kopfspeicher haben wir ein Display. Dort können wir auf einen Blick direkt sehen, wie voll unser Speichersystem ist und wir sehen aber auch, was von der PV-Seite hier gerade an Leistung reinkommt. Und Leute, an der Stelle kann ich euch schon mal versprechen, dass durch Nachwirken von uns hier auf jeden Fall auch eine API-Schnittstelle bzw. auch von uns dann eine Home Assistant-Integration stattfinden wird. Und das soll sogar so weit gehen, dass wir hier die einzelnen Zellspannungen auslesen können, die einzelnen Modulleistungen und aber natürlich auch Speicherstände sowie Ausspeiseleistung. Es wird also sehr spannend, was hier in Zukunft auch noch kommen wird. Jetzt würde ich aber sagen, kümmern wir uns erstmal um das, was zum jetzigen Zeitpunkt schon funktioniert. Deswegen lasst uns mal in die Smartphone-App wechseln. Ja, und wenn das erledigt ist, könnt ihr aber auch schon in die Smartphone-App von Sunlit wechseln. Die gibt es für Android und für iOS und klickt hier auf Gerät hinzufügen. Wählt dann hier den Sunlit-Speicher aus, klickt auf Jetzt hinzufügen und dann sehen wir auch schon, wurde das Gerät hier gefunden. Ich klicke auf das kleine Plus und jetzt müsst ihr einmal euren WLAN-Namen und das dazugehörige Passwort eintippen. Das dient einfach dazu, dass ihr später historische Daten in der App sehen könnt von eurem System, also auch auswerten könnt, inwiefern sich das Ganze gelohnt hat. Und auf der anderen Seite ist das wichtig, um später noch die intelligenten Funktionen, zum Beispiel mit Nulleinspeisung und so weiter, nutzen zu können. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr hier auf Weiter und dann sagt er mir auch schon, hier dauert es ungefähr 20 Sekunden bis eine Minute, bis der Speicher in eurem WLAN-Netzwerk auftaucht. Hat jetzt ein paar Sekunden gedauert, das Gerät ist eingerichtet, wir sehen hier herzlichen Glückwunsch, klicken auf Fertig und jetzt sehen wir es hier tatsächlich auch schon in unserer App. Das heißt, wir sehen auf der einen Seite, was kommt gerade vom Solarpanel, in meinem Fall ist das ja jetzt hier demotechnisch nur eins und auf der anderen Seite sehen wir, dass hier jetzt gerade 880 Watt eingespeist werden. Wir wollen jetzt aber natürlich auch noch den Mikrowechselrichter hier in der App fürs Monitoring hinzufügen. Dazu klicke ich hier auch auf Gerät hinzufügen, wie jetzt in meinem Fall den AP Systems Wechselrichter aus. Sag mit dem Hinzufügen beginnen und hier wurde er auch schon direkt in der App gefunden. Und das Gerät muss ich jetzt auch einmal ins WLAN bringen. Das ist hier schon alles vorausgefüllt. Ich sag weiter und jetzt dauert es nochmal um die 20 Sekunden. Dann ist das Gerät hier auch in unserem Heimnetzwerk. Ja Leute, und jetzt, wo ich den Wechselrichter
und den Sunlit-Speicher hier in einem System verknüpft habe, erlaubt mir das, ganz viele von den intelligenten Funktionen nutzen zu können. Als erstes einmal habe ich hier im vorderen Bereich, ihr seht da schon einmal meine Gesamtübersicht. Was kommt von den Solarpanelen runter? Wir haben es jetzt schon 5 Uhr am Tag, deswegen kommt hier dementsprechend nicht mehr so viel an. Aber der Wechselrichter pusht hier gerade noch mit 800 Watt ins Netz. Das ist jetzt so bei der Ersteinrichtung. Wenn ihr das Ganze aber als Anwendungsfall nutzt, wollen wir das natürlich nicht. Denn der Sinn von so einem Balkonkraftwerkspeicher und Balkonkraftwerk generell soll es ja sein, den Grundverbrauch im Haus zu decken. Und dazu gibt es hier eine sogenannte Energieversorgungsstrategie vom Speicher. Da klicke ich jetzt mal rauf und hier habe ich verschiedene Möglichkeiten. Bei dem ersteren Netzeinspeisung favorisieren können wir im Endeffekt einstellen, was wir für eine konstante Ausgangsleistung hier beim Speicher haben wollen. Wenn wir jetzt annehmen würden, ihr habt eine Grundlast von zum Beispiel 80 Watt in eurem Haus, dann würde ich jetzt hier 80 Watt eintragen. Ich könnte sogar theoretisch einen Energieplan festlegen, das heißt zu bestimmten Zeiten bestimmte Einspeisungsstärken festlegen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ab 23, 22 Uhr bin ich eh im Bett, da sinkt mein Grundverbrauch, könntet ihr hier einstellen, hey, ab dieser Uhrzeit will ich ein bisschen weniger einspeisen, aber morgens, wenn ich anfange zu kochen oder aufstehe, wie auch immer, dann soll die Einspeiseleistung hochgehen. Das könnt ihr hier alles so fest definieren. Ich sage jetzt einfach mal strikt, ich will die ganze Zeit auf 80 Watt, sag hier bestätigen, dann wird jetzt diese Information hier übers Netzwerk an den Speicher und auch Wechselrichter übertragen und innerhalb von wenigen Sekunden bekommen wir dann hier die Rückmeldung, jo, das hat geklappt und diese Energieversorgungsstrategie wird jetzt hier angewendet. Ihr seht aber schon, wenn ich jetzt mal hier meine Übersicht aktualisiere, es kommen nur noch 106 Watt aus dem Wechselrichter raus, der wird sich jetzt einpendeln, dass er auf die 80 Watt kommt und dann funktioniert das Ganze aber auch schon. Die nächste Strategie, die ich euch hier jetzt aber zeigen möchte und da wird es wirklich sehr spannend, ist die smarte Strategie. Denn ein ganz, ganz großer Punkt von dem Sunlit-Speicher ist es, dass wir hier wirklich eine Nulleinspeisung realisieren können. Nulleinspeisung bedeutet, dass an eurem Hauptanschluss geschaut wird, hey, was ist denn gerade der reale Verbrauch von dem Haus? Und diese Leistung wird dann 1:1 von dem Sunlit-Speicher ausgegeben, sodass sich euer Verbrauch vom Netzbetreiber auf Null ausregelt. Ihr also die reine PV-Energie aus eurem Speicher verbraucht, ohne aber auch zu viel auszugeben, sodass ihr nachher Energie dem Netzbetreiber schenkt. Und so eine Nulleinspeisung lässt sich unter anderem am besten mit diesen kleinen Shelly-Geräten hier realisieren. Das sind so kleine Wurzelleistungsmesser. Ich blende euch hier mal ein paar Bilder ein, die im Endeffekt in eurem Hauptanschlusskasten eingesetzt werden und die dann mit so kleinen Messwandlerklemmen eure Verbräuche messen. Es gibt verschiedene Varianten. In dem Fall ist aktuell mit dem Sunlit der Shelly 3EM und 3EM Pro kompatibel. Aber für euch auch als exklusive Info sollen schon bald auch IR-Leseköpfe dazukommen, zum Beispiel der Tasmota-Lesekopf, den man dann quasi auf die digitale Schnittstelle seines Zählers aufsetzen kann, um so dann diese Werte auslesen zu können. So, ich bin jetzt hier mal bei unserem kleinen Demo-Verteilerschrank und wir haben hier oben nämlich einen Shelly Pro 3EM eingesetzt, was im Prinzip die gesamte Leistung misst, die hier über den Anschluss geht, wo auch jetzt der Sunlit-Speicher angeschlossen ist. Das Shelly muss ich jetzt hier in die Sunlit-App mit reinholen, um dann die Nulleinspeisung zu realisieren. Und dazu klicke ich hier einfach auch wieder auf Gerät hinzufügen, wähle jetzt hier mein Shelly Pro 3EM aus und klicke auf jetzt hinzufügen. Gebe hier wieder meine WLAN-Daten ein und muss mich jetzt einmal mit dem WLAN-Netzwerk von dem Shelly hier selber verbinden für die Einrichtung. Hier ist es auch schon, das klicke ich eben an, wechsle dann zurück in die Sunlit-App und jetzt sehen wir hier auch auf den ersten Blick direkt in der App, wir beziehen gerade 202 Watt vom Netzbetreiber. Ihr seht, er fängt jetzt hier tatsächlich auch schon an auszuregeln und wir haben aktuell hier tatsächlich eine Einspeisung von 5 Watt. Er wird sich jetzt so ausgleichen, dass wir da möglichst auf die Null kommen. Aber Leute, ihr seht, das Konzept an sich funktioniert. Und das will ich jetzt auch nochmal doller demonstrieren, denn wir sind jetzt im Endeffekt bei unserem Hausanschluss auf eine Nulleinspeisung runtergefahren. Das heißt, sind gerade völlig autark hier mit unserem Speichersystem. Und ich nehme jetzt hier mal eine 100 Watt Glühbirne und schließe die an das ganze System nochmal an. Sprich, unser Hausverbrauch steigt jetzt gerade wieder auf 100 Watt an. Ihr seht, jetzt geht hier gerade der Netzverbrauch hoch. Es ist auf 180 Watt hochgegangen. Eventuell ist jetzt gerade hinten der Kühlschrank ausgegangen. Der zieht nämlich um die 80 Watt. Das heißt, der Speicher muss jetzt diese 180 Watt ausgleichen, dementsprechend seine Ausspeisung über den Wechselrichter erhöhen. Und jetzt warten wir einfach mal ein paar Sekunden und schauen mal, wie er das hier so meistert. So, und ihr seht schon, es geht los. Jetzt sind wir aktuell nur noch bei 35 Watt Netzbezug. Das heißt, die Ausregelung beginnt. Und jetzt sehen wir auch schon, wird hier wieder zu Null ausgeregelt. Wir haben aktuell 4 Watt, die wir ins Netz einspeisen. Das ist ein Witz. Wir sind hier wirklich auf 0% Bezug vom Netzbetreiber ausgeregelt. Und das bei so einem System hier,
Das finde ich schon richtig, richtig cool. Ja, Leute, aber wir wären hier natürlich nicht bei Tipps, Tricks and More, wenn wir nicht so einen Speicher auch mal aufschrauben würden, um zu schauen, was technisch alles so abgeht. Bevor wir das aber hier machen, will ich noch mal kurz auf die technischen Faktoren der Batteriezellen eingehen. Wir haben hier einen LFP-Speicher, also Lithium-Eisenphosphat mit 0% Kobaltgehalt. Und das Besondere an solchen LFP-Batterien ist, dass sie extrem zyklenfest sind. Das heißt, sie halten über einen deutlich längeren Zeitraum und hat auch eine integrierte Batterieheizung, sodass auch in kälteren Gebieten der Speicher bis zu minus 20 Grad weiter funktioniert, was wirklich eine Ansage ist. Ein weiterer Punkt, der diesen Speicher von der Konkurrenz abhebt, ist einmal die Speicherkapazität. Wir haben hier in einem Modul 2,15 Kilowattstunden und das viel Wichtigere, wir können diese Kapazität auch 1:1 in Ausgangsleistung umsetzen. In der Batterietechnologie nennt man das 1C, also die Speicherkapazität lässt sich auch gleichzeitig als Ausgangsleistung aus dem Speicher rausholen. Am Anfang, als dieses Produkt hier auf den Markt kam, hat Sunlit in ihrem Datenblatt geschrieben, dass der Speicher 3000 Ladezyklen aushält. Und da haben viele aufgehorcht und gesagt, hey, die anderen wie Konkurrenz, die macht ja 6000 Ladezyklen Minimum. Was ist hier mit dem Sunlit-Speicher los? Und Sunlit ist hier tatsächlich den typisch deutschen Weg gegangen und hat gesagt, hey komm, wenn man bei dem Speicher wirklich die komplette Laufzeit über 2000 Watt aus dem Speicher entnimmt, die sind immer von 0 bis 100% entlädt, dann treffen hier eben diese 3000 Ladezyklen zu. Die Konkurrenz macht dort in den Datenblättern ganz andere Angaben. Die rechnen nämlich mit 0,5 oder sogar 0,3C der Entladeleistung, also deutlich weniger. Und am Ende des Tages sind solche Batterien natürlich auch chemische Produkte, die je nach Nutzungsart stärker oder weniger altern. Wenn wir bei diesem Speicher aber mit Werten rechnen, was die Konkurrenz so macht und einfach mal eine dauerhafte Ausgangsleistung von 800 Watt annehmen, die man ja aktuell legal in Deutschland betreiben darf. Gleichzeitig auch noch sagen, dass sie den Speicher auf 10% entladet und bis 90% aufladet. Dann bekommen wir mit dem Speicher auch ganz einfach die 6000 Ladezyklen hin. Und wenn ihr sogar sagt, hey, ich will den Speicherbereich nur von 20 bis 80% nutzen, dann erreichen wir hier sogar 8000 Zyklen. Und danach ist der Speicher selbstverständlich nicht kaputt, sondern liefert einfach etwas weniger Leistung. Also haben wir hier ein Produkt, was euch über viele Jahre lang eine gute Leistung liefern wird. So, jetzt lasst uns das Ding hier aber mal aufmachen. Ich bin selber ganz gespannt, weil ich auch noch nicht reingeschaut habe. Und ich drehe es mal um. Hier haben wir eine schöne Gummidichtung mit mehreren Noppen. Das macht man so in der Industrie. Und jetzt bin ich mal selber ganz gespannt, was mich da erwartet. Und wir sehen hier auch die Busbars, die von dem Speicher kommen. Das sind im Prinzip die Plus- und Minusleitungen, die hier von den Zellen auf die Platine geführt werden. Und ich muss sagen, jetzt so auf den ersten Blick, ich werde euch noch mal ein paar Detailshots einblenden, sieht das wirklich sehr gut aus. Die ganze Platine ist tatsächlich auch wasserdicht gesealt. Das heißt, selbst wenn hier Feuchtigkeit reinkommen sollte, nimmt die Technik hier keinen Schaden. Alles in allem hier wirklich ein sehr, sehr guter Eindruck. Ja, Leute, ich denke, das System, so wie es hier steht und gekauft werden kann, ist auf jeden Fall schon mal eine ganz schön coole Ansage. Die Funktionen, die wir da alle haben, die stellen das, was aktuell sonst so auf dem Markt ist, schon in Schatten. Und es gibt aber ja auch noch einen Punkt, der das System noch besonderer macht. Denn ich war vor ein paar Wochen auf der Münchner Messe, wo auch Sunlit als Aussteller vertreten war. Und dort haben sie so ein bisschen ihre Roadmap verraten, was also alles noch in Zukunft kommt. Unter anderem tatsächlich auch ein Wechselrichtermodul, was ihr einfach zwischen die Speicher stellen könnt. Das Ganze ist einfach nachrüstbar. Das heißt, wenn ihr jetzt schon einen Speicher habt oder euch aber einen holt, könnt ihr das, wenn das Produkt in 2-3 Monaten rauskommt, einfach nachrüsten. Und dieses gibt euch tatsächlich die Möglichkeit, auf der einen Seite einmal völlig autark zu funktionieren. Ihr habt also zwei Steckdosen, an denen ihr jeweils bis zu 3 kW Last ziehen könnt, was wirklich richtig, richtig cool ist. Und jetzt wird es aber noch besser. Ihr habt an der einen Seite einen CE16 Starkstromanschluss dreiphasig und auf der anderen Seite eine CE16 Starkstromdose. Und dort wird es tatsächlich möglich sein, Verbraucher wie zum Beispiel eine Elektroauto-Wallbox anzuschließen und so einmal über eine Phase das Elektroauto mit PV-Überschuss oder aber aus dem Akku zu laden. Oder aber ihr sagt, hey, den CE-Stecker auf der anderen Seite von diesem Modul stecke ich bei mir in der Garage in die CE-Dose und dann wird es möglich sein, 2 der 3 Phasen aus eurem Hausnetz zu beziehen, aber eine völlig dynamisch gleichzeitig aus eurer PV-Erzeugung und dem Speicher von Sunlit. Bedeutet, ihr könnt euer Elektroauto mit ganzen 11 kW laden, wobei aber eine Phase, sprich ein bisschen über 3 kW, aus eurem Speicher bzw.
bzw. eurer PV-Erzeugung kommen. Und ich glaube, wenn man das so hört, wird einem schon ganz klar, wo die Reise hier mit hingehen soll. Und das ist auch der Grund, warum wir das Produkt in unseren Shop mit aufgenommen haben und warum ich euch das jetzt auch zeige. Weil ich einfach denke, wir haben hier einen Universalweg. Es soll noch eine API-Schnittstelle kommen, wo ich natürlich und auch ihr, glaube ich, super heiß drauf seid. Home Assistant-Integration und all das werden wir auch wieder vorantreiben. Insofern haben wir hier wirklich ein Produkt, was in der Gesamtheit überzeugt, vom Preis auch super okay ist und euch ermöglicht, an der Energiewende in einem vielfach größeren Maß teilzunehmen, als das eh schon der Fall war. Ja Leute, was soll ich da noch sagen? Ich habe am Anfang ja schon erwähnt, wir haben das Teil aktuell auf Lager und lieferbar. Das heißt, wenn ihr jetzt innerhalb des Videos Bock bekommen haben solltet, sowas mal auszuprobieren, schaut gerne mal über den ersten Link in der Beschreibung dort vorbei. Außerdem haben wir für euch nochmal einen speziellen Rabattcode vorbereitet, den ihr sonst nirgendwo anders als unter diesem Video findet. Das lohnt sich also auf jeden Fall. Abholbereit ist es auch bei uns aktuell in Bremen, Ritterhude. Meldet euch da gern telefonisch, auch mit Modulen in Kombination. Das heißt, wenn ihr noch gar kein Balkonkraftwerk habt, könnt ihr bei uns auch komplett Sets besorgen, also direkt mit dem ganzen System starten. Jetzt würde ich aber sagen, haben wir genug geredet. Es war ein langes Video mit vielen Details und ich könnte wahrscheinlich noch viel länger über das coole Teil hier reden. Wir machen jetzt aber die Kiste zu und ich würde sagen, ich wünsche euch wie immer einen ganz schönen Tag, bis zur nächsten Woche und auf Wiedersehen. Ciao!